In dieser Studie geht es überhaupt gar nicht darum, ob der Klimawandel zu mehr Naturkatastrophen führt oder nicht. Diese Studie ist über den Zusammenhang von psychischer Gesundheit und Naturkatastrophen in Australien. Rezo, dafür hätte es eigentlich gereicht, den Titel der Studie zu lesen. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tiefer Forschen. Ich habe gewagt, was sich bisher keiner getraut hat. Ich habe Rezos Quellen gelesen. Rezo hat vor einigen Wochen ein Video namens Die Zerstörung der CDU gedreht, das sich 15 Millionen Menschen angesehen haben. Ist doch nice! Es hat extreme mediale Aufmerksamkeit nach sich gezogen. Besonders beeindruckend war für viele Menschen, wie viele Quellen Rezo veröffentlicht hat. Seinem Video hat er ein Dokument beigelegt, welches weit über 100 Quellen zählt, die er mit Buchstaben gekennzeichnet während des gesamten Videos theatralisch auf dem Bildschirm eingeblendet hat. Dann habe ich recherchiert und was ich dabei rausgefunden habe, war fucking heftig. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, seine Quellen zu lesen und eine simple Frage zu prüfen. Sagen die Quellen das, was Rezo sagt? Das, was ich dabei entdeckt habe, wird euch definitiv überraschen. Es ist so traurig. MyLab ist eine von den Öffentlich-Rechtlichen finanzierte Wissenschaftsjournalistin. Deswegen brauche ich Aufmerksamkeit. Sie hat ein Video gemacht, in welchem sie Rezo wissenschaftlich prüft. Da sie von unseren Geldern finanziert wird und ihr Video knapp 2 Millionen Aufrufe hat, werde ich schauen, ob ihr aufgefallen ist, wenn Rezo Fehler in seiner Recherche gemacht hat. Was weiß schon dieser blauhaarige Musik-YouTuber über Science? Noch einmal ganz deutlich. In diesem Video wird es nicht darum gehen, ob das, was Rezo sagt, wahr oder falsch ist. Ich werde lediglich prüfen, ob Rezos eigene, angegebene Quellen das wiedergeben, was er selbst sagt. Im zweiten Teil werde ich mich dann damit beschäftigen, wie akkurat seine Aussagen sind. Der zweite Teil erscheint dann am Donnerstag. Ich habe ihn aber bereits hochgeladen. Ihr könnt also für die Premiere bereits eine Erinnerung einrichten. Link in der Beschreibung. Nein, nur so, dass ihr so Bescheid wisst. Als ich dieses Projekt begonnen habe, habe ich nicht gedacht, welches Ausmaß dieses Video annehmen würde. Deshalb musste ich mich auf den Teil von Rezo beschränken, der vom Klimawandel handelt. Sollte dieses Video auf genug Interesse stoßen, kann ich noch zu den anderen Aspekten seiner Videos weitere Antworten geben. Wenn euch das gefallen würde, schreibt es doch in die Kommentare. Dann freut euch darauf. Um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten, machen wir das Ganze ein bisschen wie ein Fußballspiel, wo Rezo im Prinzip gegen sich selbst bzw. gegen seine eigenen Quellen spielt. Hier oben seht ihr dann immer den aktuellen Punktestand. Außerdem findet ihr ein Skript zum Video in der Beschreibung, wo ich viele Zitate aus Rezos Quellen herausgeschrieben habe. Außerdem eine Übersicht über all seine Quellen und wie gut diese sind. Und los geht's! Zu Beginn schauen wir uns die Aussage an, die Rezo zu den Temperaturdaten macht. Er sagt im Kern, dass die letzten 4 Jahre die wärmsten seit der Aufzeichnung der globalen Temperaturen waren. Als Quelle gibt er K1, also von NOAA, und K2 von der NASA an. Nach einem kurzen Blick in seine Quellen sehen wir, dass die Quelle genau das sagt, was er sagt. Er hat gute, seriöse Quellen gewählt, mit denen er seine Aussagen stützt. Auch die promovierte Chemikerin MyLab sagt dazu: Damit direkt 2 Approvals zum Anfang. Temperaturdaten kann jeder nachschauen. Rezo hat es verlinkt. Ich habe auch noch mal was in der Videobeschreibung verlinkt. Und Temperaturdaten, ja, da gibt es halt auch nicht so viel Interpretationsspielraum. Temperaturdaten, da gibt es ja auch nicht so viel Interpretationsspielraum. Ob es den wirklich nicht gibt, das erfahrt ihr im nächsten Video. Erstmal steht es damit 2-0 für Rezo. Auch die nächsten Punkte streicht er schön ein, denn er sagt, dass CO2 und Methan die Gründe für die globale Erwärmung sind. Hierfür gibt er die Quellen K98, das ist wieder von NOAA, und K16, eine Studie aus dem Journal Advances in Agronomy, an. Beide Quellen geben auch exakt das wieder, was Rezo sagt, also 4-0. Keine Sorge, es wird interessanter, die nächste Quelle ist es schon ein bisschen. Rezo sagt, dass CO2 der mit Abstand größte Faktor für die Klimaerwärmung wäre. Hier passt Rezos Aussage nur bedingt zu seiner Quelle. Es ist kein richtiger Fehler, aber die Quelle ist mindestens unvorteilhaft. Als Quelle verwendet er hier eine Grafik auf Wikipedia. Diese wiederum gibt als Quelle den 4. Assessment Report des IPCC, der Zusammenfassung für Politiker, an. Wenn wir uns die Grafik ansehen, sehen wir schon, dass CO2 als größter Faktor angegeben ist, oder zumindest auf den ersten Blick. Wenn wir genauer hinsehen, fällt allerdings auf, dass unten in der Grafik Grad des wissenschaftlichen Verständnisses angegeben wird. Und hier sehen wir, dass lediglich die Treibhausgase mit einem hohen Verständnis bewertet werden. Alle anderen Effekte sind lediglich mit mittel oder gering bewertet worden. Wenn wir nun noch
hoch aufmerksam hinsehen, sehen wir, dass der Wolken-Albedo-Effekt einen großen Spekulationsbereich hat. So groß, dass er ähnlich groß wie das CO2 sein könnte. Nur eben, dass diese einen kühlenden Effekt auf das Klima hätte. Das relativiert wieder seine Aussage. Hier ist seine eigene Quelle also etwas ungünstig gewählt. Kein Punkt für Rezo. Was sagt Mai dazu? Geballte, verlässliche Kompetenz. Nichts, sie adressiert den Punkt gar nicht. Aber wir wollen ja auch nicht kleinlich sein. Das ist ja auch keine große Sache. Im nächsten Schritt gibt es aber wieder gute Neuigkeiten für ihn. Wenn er Quelle K10 zitiert, bezieht er sich auf einen Artikel von pflanzenforschung.de, der seine Aussage unterstützt. Rezo erklärt hier den simplen Kreislauf von CO2 gemäß seiner Quelle. Nur haben wir nicht entsprechend mehr Pflanzen. 5-0 für Rezo. Dann spricht Rezo davon, dass CO2 über viele Millionen von Jahren gleich geblieben sein soll. Er gibt die Quelle K11 und K12 an. Schauen wir uns die beiden nacheinander an. Die erste Quelle ist eine Studie von der Royal Society, in welcher die Alkenole-PCO2-Methode verwendet wurde, um CO2-Gehalt der Atmosphäre zu rekonstruieren. Wenn wir die Studie lesen, entdecken wir Folgendes. In dieser Studie stellen wir die PCO2-Aufzeichnung der letzten 40 Millionen Jahre von einer einzigen Meeresstation. Ocean Drilling Program Site 925, liegend im Westen der äquatorialen Atlantischen Ozeans vor. Die Trends und absoluten Werte unserer neuen CO2-Aufzeichnung sind aber grundsätzlich konsistent mit bisherigen veröffentlichten Multisite-Alkenol-CO2-Ergebnissen. Es geht also in dieser Studie lediglich um die Rekonstruktion an einem spezifischen Ort. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass selbst hier das CO2 ungefähr zwischen 200 und 400 Parts per Million geschwankt ist. Und nicht vergessen, es geht um Rekonstruktion. Eine Rekonstruktion ist nicht dasselbe wie eine Messung. Die realen Schwankungen, die es in der Vergangenheit gab, könnten theoretisch massiv abweichen, besonders wenn es um Jahrzehnte anstatt Jahrtausende geht. Diese Quelle sagt also überhaupt nicht das, was Rezo sagt. Sie wurde völlig falsch verwendet. Damit steht es jetzt 5-1. Seine zweite Quelle ist hier ein Artikel aus dem Science Magazine. Dieser berichtet, dass vor 20 Millionen Jahren ähnliche CO2-Werte existiert haben sollen wie heute. Nur gibt es einen großen Unterschied zwischen vor 20 Millionen Jahren und seit 20 Millionen Jahren. Natürlich gab es große Schwankungen seitdem. Dies ist also auch komplett daneben. Das macht 5-2. Was sagt Mai dazu? Und das ist in dieser Verkürzung nicht ganz richtig. Mai gibt zwar einen Disapprove, nennt es aber nur nicht ganz richtig, weil Eiskernbohrungen zeigen würden, dass das CO2 seit 800.000 Jahren relativ konstant gewesen sei. Sie zeigt dabei jedoch nicht auf, dass Rezo hier eine völlig falsche Quelle angibt und seine eigene Aussage vollkommen unhaltbar ist. Ob 800.000 Jahre statt viele Millionen nur in dieser Verkürzung nicht ganz richtig ist, mag ich bezweifeln. Rezo verkürzt nichts, er nennt schlicht falsche Zahlen. Auf die 800.000 Jahre werde ich übrigens noch im zweiten Teil eingehen. Bleibt also gespannt und richtet die Erinnerung für das nächste Video ein. Als nächstes spricht Rezo davon, dass die meisten Emissionen von Kohle, Öl und Erdgas kommen würden. Das mag vielleicht stimmen, doch seine Quelle belegt das nicht. Hier verlinkt Rezo erneut auf eine Wikipedia-Grafik. Die Quelle allein sagt aber gar nichts dazu. Sie vergleicht lediglich 5 verschiedene Emissionsquellen. Das war's. Die Linie gesamt scheint lediglich die Addition der 5 Emissionsquellen darunter zu sein. Deshalb ist die Grafik absolut nicht hilfreich als Beleg für die Aussage von Rezo. Es steht 5-3. Im Verlauf des Videos spricht Rezo über etliche katastrophale Konsequenzen des Klimawandels. Der Himmel wird uns auf den Kopf fallen! Dabei geht es entweder darum, was die 1-Grad-Erwärmung bereits alles Schlimmes hervorgerufen hat, oder was bei 1,5 bzw. 2 Grad passieren würde. Ich habe sie hier etwas mehr strukturiert, da sie in Rezos Video doch etwas zerstreut genannt wurden. Wir werden jetzt eine nach der anderen Sache ansehen. Rezo sagt, dass der Klimawandel unserer Gesundheit schaden wird. Als Quelle gibt er hier ein ganzes Buch an, welches er natürlich komplett und gewissenhaft gelesen hat. Ich konnte nicht in der Vorbereitung jetzt das ganze Buch lesen, also habe ich versucht, entscheidende Abschnitte zu finden. Was ich gefunden habe, findet ihr im Skript zum Video. Nächstes Mal wären Seitenabgaben hilfreich, Rezo. An sich scheint das Buch schon die These zu unterstützen, obwohl es sehr deutlich macht, dass all diese Prognosen spekulativer Natur sind. Das allein wäre jetzt kein Punkt gegen Rezo, allerdings ist die Quelle von 2003 und die Voraussagen, die das Buch macht, waren für innerhalb von 30 Jahren. Deshalb müssten sich diese Voraussagen ja schon größtenteils erfüllt haben. Wenn das stimmen würde, hätte man doch eine aktuelle Quelle angeben können, die diese Ergebnisse belegt.
Warum eine Quelle aus der Vergangenheit nehmen, die die Gegenwart modelliert hat? Rezo spricht außerdem von der Zukunft. Er spricht davon, was passiert, wenn wir das 1,5 bzw. 2 Grad Ziel nicht erreichen. Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir 1,5 Grad nicht überschreiten dürfen. Wenn wir die nämlich überschreiten, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass wir in so eine unaufhaltsame Spirale fallen, wo es immer wärmer wird, egal was wir tun. Das ist dann irreversibel, nicht mehr rückgängig zu machen. In anderen Worten, dann haben wir die Erde kaputt gemacht. Aber wenn wir in diese Spirale kommen, wie sieht denn dann die Erde aus? Nicht nur die Tiere sterben, wir kriegen auch ein kleines Goodie-Bag. Es wird dann nämlich mehr Krankheiten für uns geben, also in erster Linie mehr Infektionskrankheiten und Allergien. Yippie! Darum scheint es ja in diesem Buch gar nicht zu gehen. Diese veralteten Computermodelle, die vermutlich fehlerhafte Voraussagen gemacht haben, sind keine ernstzunehmende Quelle. Diesen Punkt kann ich Rezo leider nicht geben. Es steht 5 zu 4. Das relativiert sich jedoch, da Rezo im Anschluss noch 2 weitere Studien korrekt verwendet, die sich für die These aussprechen, dass Krankheiten durch den Klimawandel zunehmen werden. Die beiden Studien, die er nennt, mit K41 und K42 gekennzeichnet, sprechen exakt über diese Thematik und damit bekommt Rezo zum Glück noch 2 weitere Punkte. Das bedeutet 7 für Rezo. Yippie! Was sagt Mai dazu? Beispiel: In Süddeutschland ist es inzwischen warm genug für die asiatische Tigermücke. So erhöht sich die Gefahr für tropische Infektionskrankheiten in Gebieten, die früher noch zu kalt waren. Mai gibt lediglich ein Beispiel dafür. Sie sagt, durch den Klimawandel gibt es jetzt die asiatische Tigermücke in Deutschland. Dann gibt sie eine Proofed. Sie geht in keiner Weise auf die Quellen von Rezo ein und das Tigermückenbeispiel ist sicherlich kein Beweis dafür, dass der Klimawandel unserer Gesundheit schadet. Das ist schade, hier hätte Mai doch eine wissenschaftliche Herangehensweise zeigen können. Rezos nächste große These ist, dass der Klimawandel zu mehr Naturkatastrophen in der Vergangenheit geführt hat und auch noch dazu führen wird. Es gibt keine Rettung. Wir werden alle sterben. Was gucken Sie so blöd? Ich kann es auch nicht ändern. Als erste Quelle sehen wir hier eine Studie von Shirley, Morrissey und Reeser. Lesen wir einmal aus dem Abstract vom Paper. Diese Abhandlung adressiert ein sehr auffälliges Merkmal des Landlebens und der Landschaften Australiens: Naturkatastrophen. Sie bietet eine psychologische Perspektive auf individuelle und gemeinschaftliche Wahrnehmungen, Antworten, Vorbereitungen und Planungen. Das Ziel ist eine kurze Charakterisierung dessen, wie die psychologischen Herangehensweisen die psychische und soziale Realität solcher Gefahren und Ereignisse einrahmen. In dieser Studie geht es überhaupt gar nicht darum, ob der Klimawandel zu mehr Naturkatastrophen führt oder nicht. Diese Studie ist über den Zusammenhang von psychischer Gesundheit und Naturkatastrophen in Australien. Rezo, dafür hätte es eigentlich gereicht, den Titel der Studie zu lesen. Dann habe ich recherchiert und was ich dabei rausgefunden habe, war fucking heftig. Das macht 7,5. Als nächstes gibt er dann einen CNBC-Zeitungsartikel als Quelle an. Damit will Rezo belegen, dass das Ausmaß an Naturkatastrophen zugenommen habe. Das belegt dieser Artikel kein Stück. Der Artikel spricht lediglich davon, wie viele Kosten Klimakatastrophen in den letzten 3 Jahren verursacht haben. An keiner Stelle wird dies in eine zeitliche Relation gesetzt. Außerdem liefert der Artikel keinerlei Belege dafür, dass der Klimawandel daran schuld sei. Klimakatastrophen sind ja Dinge wie Dürren oder Fluten. Sowas gab es schon lange, bevor es Menschen und durch Menschen verursachte CO2-Emissionen gab. Dieser Artikel zeigt keinen Zusammenhang zwischen diesen Katastrophen. Ich betone nochmal, ich sage hier nicht, dass Rezo Unrecht hat. Lediglich zeige ich auf, dass Rezos Quelle hier nicht einmal dasselbe sagt wie Rezo selbst. Im zweiten Teil werden wir uns dann mal die Statistiken dazu ansehen. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Das macht 7,6. Als nächstes nutzt Rezo als Beleg eine Pressemitteilung einer Versicherung. Diese Pressemitteilung gibt selber keine Quellen an. Das ist definitiv keine zulässige Quelle. Da steht es jetzt 7,7. Gleichstand. Jetzt wird es richtig interessant. Rezo beruft sich mit K33 auf einen Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit wir einzelne Naturkatastrophen dem Klimawandel zuschreiben können. Und das klingt doch so, als könnte hier Rezo beim Thema Naturkatastrophen doch noch einen Punkt nach Hause holen. Aber wir schauen doch mal, was diese Studie am Ende schlussfolgert. Und das ist kein Witz, das steht wirklich dort. In dem vergangenen Jahrzehnt hat das Feld der Extremwetterereignisse große Fortschritte darin gemacht, extreme Ereignisse zu verstehen und im Kontext des Klimawandels zu erklären. Allerdings ist dies nach wie vor eine neue Wissenschaft
und somit ist weiterführende Recherche notwendig, um die Zuverlässigkeit der Ereigniszuordnung zu verbessern, vor allem für Ereignisarten, die wir heutzutage kaum verstehen. Es gibt keine einzelne beste Methode oder Reihe an Annahmen für die Ereigniszuschreibung, da diese stark davon abhängen, wie man die Frage formuliert und die Menge an Zeit, um sie zu beantworten. Eine klare Antwort, ob der Klimawandel ein bestimmtes Ereignis verursacht hat, kann nicht in einem deterministischen Sinn beantwortet werden, da natürliche Variabilität nahezu immer eine Rolle spielt. Viele Bedingungen müssen zusammenspielen, damit ein bestimmtes Ereignis eintrifft. Die Studie kommt dann zum Schluss, es ist vollkommen unklar, inwieweit man Naturkatastrophen dem Klimawandel zuschreiben kann. Klingt so ziemlich nach dem Gegenteil von dem, was Rezo sagt. 7.8. Was sagt denn MyLab zu Rezos Teil der Naturkatastrophen? Ist dir aufgefallen, dass eine seiner Quellen lediglich über mentale Gesundheit handelt? Ist dir aufgefallen, dass die anderen Quellen seine Aussagen nicht stützen? Mal sehen, was sie zu sagen hat. Mai approved die Aussage und bezieht sich dann auf die Quelle K33 von Rezo oben, um zu sagen: Voraussagen ist aber auch immer was anderes als rückblickend analysieren. Da ist die Wissenschaft inzwischen ganz gut. Die Konklusion der Studie sagt aber selbst etwas anderes. Ich persönlich muss sagen, ich finde es eine fragwürdige Methode, durch Computersimulation im Nachhinein bestimmen zu wollen, wie viel Prozent eine global veränderte Durchschnittstemperatur an einer Naturkatastrophe schuld ist. Aber selbst die Autoren der Studie, die Mai und Rezo nutzen, würden, glaube ich, Mai und Rezo nicht zustimmen. Die Wissenschaft ist da nicht inzwischen ganz gut drin, was auch immer das heißen mag. Aber über Naturkatastrophen werden wir noch sehr ausführlich reden im zweiten Video. Der nächste große Punkt, über den Rezo spricht, ist, dass der Klimawandel zu mehr Migration führt. Hierfür gibt er auch wieder einen Haufen Quellen an, die wir uns alle natürlich ansehen werden. Rezo sagt, dass bereits wegen einem Grad Erwärmung ganze Landstriche untergegangen seien, was zu Massenmigration geführt haben soll. Es sind bereits ganze Landstriche untergegangen und deswegen gibt es viele, viele Millionen Flüchtlinge, die ihr Zuhause verloren haben und irgendwo anders untergebracht werden müssen. Dafür bezieht er sich auf einen Bericht aus dem Migration Data Portal. Ich konnte diese Aussage nirgendwo in seiner Quelle finden. Das, was noch seiner Aussage am nächsten kam, war dies. In 2018 wurden 17,2 Millionen Menschen in 144 Ländern und Orten im Kontext von Katastrophen aus ihrer Heimat vertrieben, innerhalb ihres eigenen Landes. Das IDMC sagt, dass in einem Zeitraum von 11 Jahren, 2008 bis 2018, etwa 65,3 Millionen Menschen innerhalb ihres eigenen Landes aufgrund einer Katastrophe umsiedeln mussten. In 2018 wurde das Umsiedeln vor allem durch Extremwetterereignisse hervorgerufen, vor allem Stürme 9,3 Millionen, Zyklone, Hurricanes und Taifune 7,9 Millionen. Da steht nichts davon, dass Landstriche untergegangen seien und vor allem dort steht nicht, dass die 1 Grad Erwärmung dies verursacht hätte oder dass wir einen unnatürlichen Anstieg solcher Dinge sehen würden. Generell scheint dieser Bericht das Wort Klimawandel auch gar nicht als den Verweis auf ein globales Geschehen, sondern auf lokale Veränderungen hinzuverwenden. Hinzu kommt, dass die Migration hier hauptsächlich innerhalb des eigenen Landes geschah und nicht, wie Rezo impliziert, von einem Kontinent zum anderen. So oder so, diese Quelle unterstützt seine Aussage auf keinen Fall. 7.9. Als nächstes benutzt er die World Bank Group, um dafür zu argumentieren, dass wir bald hunderte Millionen Flüchtlinge durch den Klimawandel kriegen. Der Bericht schreibt dabei direkt zu Beginn: Interne anstatt grenzenüberschreitende Migration ist der zentrale Fokus von diesem Bericht. Ein kurzer Blick über die ersten Seiten verrät uns also schon einmal, dass es hierbei um interne Migranten geht. Das sind Migranten, die innerhalb des eigenen Landes migrieren. Rezo deutet aber an, dass viele dieser Flüchtlinge nach Europa kommen würden. Die große Zahl von 200 Millionen Flüchtlingen zweifelt der Bericht dann selber an. Vorausschau und glaubwürdige Vorhersagen künftiger Klimamigranten sind Mangelware. Zahlen im Bereich von 200 Millionen oder 300 Millionen Umsiedlungen bis zum Jahr 2050 wurden bereits oft zitiert. Diese Schätzungen haben zwar geholfen, der Öffentlichkeit die Thematik bewusst zu machen, aber sie leiden unter methodologischen Beschränkungen und sind nicht hinreichend gesichert, um die Größe, Zeit und räumliche Dimension solcher Herausforderungen vorherzusagen. Newsflash! Also sagt seine eigene Quelle, dass man diese Zahlen so nicht nennen kann, auch wenn sie dankbar für die Medienaufmerksamkeit für die Problematik sind. Ich habe literally eine Minute googeln gebraucht. Und es handelt sich selbst bei diesen Zahlen immer noch dabei um interne Migration, nicht Migration von Afrika nach Europa. Ihr erinnert euch. Und das ist ein großer Unterschied.
weil Rezo stellt es so dar, als könnten die niemals mehr in ihr Land zurück, weil das völlig zerstört sei. Und denen kannst du dann nicht mehr sagen, ja, bau doch dein Zuhause wieder auf. Das geht dann nämlich nicht mehr. Bei keinem einzigen dieser 200 Millionen möglicherweise in Zukunft Klimaflüchtlingen geht es um einen, der nicht zurück in sein Land kann, weil es völlig zerstört ist, sondern um Menschen, die innerhalb ihres Landes umziehen müssen. Das ist auch schlimm, aber ein komplett anderes Bild, als das Rezo malt und mit einer Quelle belegt, die etwas völlig anderes sagt. 7, 10. Er gibt noch eine weitere Quelle für die Idee, dass der Klimawandel zu Massen an Flüchtlingen führen wird. Dabei spricht er davon, dass in den nächsten 30 Jahren 230 Millionen Flüchtlinge entstehen werden. Schauen wir mal in die Quelle. Der Mangel an quantitativen Daten an Bewegungen, die in Verbindung mit sich verändernder Umwelt stehen, einschließlich dem Klimawandel, repräsentieren eine entscheidende Lücke. Die multikausale Natur solcher Bewegungen stellen eine besondere Herausforderung dar. Beweis für langfristige Trends, die mit Katastrophen in Verbindung stehen, sowie Länge des Verlusts von Obdach und anschließender Umsiedlungsabläufe sind ebenso spärlich. Diese Lücken sind aufgefallen und es gibt Bemühungen, durch Innovation diese Schwierigkeiten zu überwinden. Diese Quelle bezieht Klimaflüchtlinge noch nicht in die Berechnung mit ein. So wie es aussieht, hat Rezo vergessen zu erwähnen, dass es bei dem Bericht auch gar nicht um Klimaflüchtlinge geht, sondern um Menschen, die aus allen möglichen Gründen flüchten. Ihr wisst, wenn ich so ein Video mache, mache ich es ordentlich. Das ist auch ein Problem, hat mit dem Klimawandel aber nichts zu tun. Denn nur weil es in Zukunft vielleicht mehr Flüchtlinge gibt, kann man nicht einfach immer sagen, der Klimawandel ist schuld. Das ist auch gefährlich, denn was wäre, wenn wir wirklich das 1,5-Ziel erreichen? Dann denken die Leute jetzt, alle Probleme wären gelöst, aber die Flüchtlinge kommen trotzdem. Wenn wir immer nur auf die 1,5 Grad zeigen, kann es schnell passieren, dass wir etliche andere Probleme übersehen, die damit nichts zu tun haben. Hier gibt es also leider auch nur wieder einen Punkt gegen Rezo, 7.11. Was sagt die promovierte Chemikerin dazu? World Migration Report, wobei man auch aufpassen muss, im Report steht auch, dass man diese Zahlen nicht akkurat voraussagen kann. Trotzdem, diese Größenordnung von hunderten Millionen, damit müssen wir durchaus rechnen. Die am meisten zitierte Schätzung beläuft sich auf 200 Millionen Migranten bis 2050. Auch das IPCC, also der Weltklimarat, zitiert diese Zahl, also auch hier approved. Approved. Sie sagt, dass man vorsichtig mit den Zahlen sein muss. Trotzdem fällt ihr nicht auf, dass es bei der Zahl, die der World Migration Report angibt, gar nicht um Klimaflüchtlinge geht, sondern um Flüchtlinge allgemein. Kognitiv, ich sag mal, nicht beeindruckend. Rezo nennt noch weitere Katastrophen. Als nächstes spricht er von dem nächsten großen Massenaussterben der Tiere. Hier benutzt er Quelle A1 als Beleg dafür, dass Tiere bis zu 100 Mal schneller aussterben würden. Die verlinkte Studie spricht in der Tat darüber, dass bis zu 114 Mal schneller Tiere aussterben als die Hintergrundrate, in der normalerweise Tiere aussterben würden. Allerdings spricht diese Quelle an keiner Stelle davon, dass diese hohe Rate durch den Klimawandel hervorgerufen wird. Tatsächlich kommt das Wort Klimawandel auch nur ein einziges Mal in der Studie vor. Dabei verweist die Studie auf drei weitere Quellen zum Thema Klimawandel. Diese drei weiteren Quellen sprechen hier aber lediglich über möglicherweise künftiges Sterben von Tieren durch den Klimawandel. Also es geht um mögliche Computermodelle, die versucht haben, die Zukunft zu modellieren. Nirgendwo spricht diese Studie oder die Quellen, die sie angibt, davon, dass durch den Klimawandel bereits Tiere nachweislich gestorben sind. Dazu gibt die Quelle haufenweise andere Gründe für das Tieresterben an. Die haben vor allem mit Umweltverschmutzung und Raumgewinnung der Menschheit zu tun. Das ist ja auch klar, wenn plötzlich eine Autobahn mitten durch den früher natürlichen Lebensraum von Tieren geht, werden da sicher viele Tiere umkommen. Wenn wir massenweise Plastik ins Meer schmeißen, auch. Nur hat das mit unseren CO2-Emissionen nichts zu tun. Selbst wenn wir morgen kein CO2 mehr aussterben, würde das Tieresterben laut dieser Studie nicht enden. Du hast gesagt, selbst wenn wir kein CO2 mehr aussterben. Selbst wenn wir morgen kein CO2 mehr ausstoßen, würde das Tiersterben laut dieser Studie nicht enden. 7.12. Darauf behauptet Rezo, wir würden durch den Klimawandel komplette Lebensräume verlieren. Wir verlieren komplette Lebensräume wie Korallenriffe. Als Quelle werden A11 und A12 eingeblendet. Ein kurzer Blick zeigt uns, dass es sich hierbei zweimal um dieselbe Studie handelt. Diese spricht von zurückgehenden Korallenriffen. Zudem wurden mit Computersoftware zukünftige Rückgänge der Korallenriffe modelliert.
Hierbei sieht die Studie einen anthropogenen Klimawandel als einen von mehreren Faktoren, sagt aber auch, dass ein Rückgang von Überfischung und Verschmutzung der Gewässer es den Korallenriffen ermöglichen würde, den Klimawandel zu überleben. Belegen, dass wir in der Vergangenheit aufgrund des Klimawandels bereits Lebensräume verloren haben, tut diese Quelle nicht. Außerdem scheint auch hier das Kernproblem nicht der Klimawandel selbst zu sein. Deshalb gebe ich hier mal für beide Seiten keinen Punkt. Dann gibt Rezo mit A12 jedoch ein Paper, das echt davon spricht, dass der Klimawandel zum Verlust der Korallenriffe führen wird, welche er vermutlich mit den Lebensräumen meint. Zum Glück hier nochmal ein Punkt für Rezo 8-12. Nachdem uns Rezo nun 5 Minuten lang erzählt hat, welche schlimmen Sachen alle passiert sind, schließt er seine Aussage damit ab, dass dies alles passiert sei, weil es 1 Grad wärmer geworden ist. Und das alles ist bereits passiert, weil es 1 Grad durchschnittlich wärmer geworden ist. Dafür gibt er uns die IPCC-Zusammenfassung für Politiker. Dieser Bericht versucht zu belegen, dass es seit der industriellen Zeit global 1 Grad wärmer geworden ist und erläutert dann potenzielle Zukunftsszenarien. Belegt aber seine Aussage nicht, dass irgendwelche schlimmen Dinge aufgrund dessen passiert seien. Generell wird hier nahezu ausschließlich über potenzielle Zukunftsszenarien gesprochen. Bereits zerstörte Lebensräume, ausgestorbene Arten, vergangene Migrationskrisen oder Naturkatastrophen spielen in diesem Bericht kaum eine Rolle und schon gar nicht werden sie auf 1 Grad Erderwärmung zurückgeführt. Keine Ahnung, wieso Rezo diese Quelle hier angibt, aber sie passt einfach überhaupt nicht. 8.13. Und was sagt Mai eigentlich dazu? Die hat das doch bestimmt kritisiert, oder? Nein! Kein Wort dazu von Mai. Not impressed. Außerdem warnt Rezo noch vor einem 6. großen Massenaussterben. Und Biologen sagen sogar, dass ein neues Massenaussterben wahrscheinlich passieren wird. Wie es das letzte Mal vor 66 Millionen Jahren gab. Hierfür verlinkt er ein Review, welches aufzeigen will, dass die aktuellen Raten von Artensterben ungewöhnlich und über der Norm sind. Es belegt jedoch keineswegs, dass das aktuelle Artensterben vom Klimawandel verursacht wird. Zwar wird spekuliert, dass in der Zukunft das der Fall sein könnte, aber es werden keinerlei Belege geliefert, dass dies aktuell der Fall ist. Bezüglich des Blicks in die Zukunft auf Seite 56 wird der Klimawandel gerade mal als ein begünstigender Faktor für ein Massensterben gesehen und nicht als die Kernursache. Rezo liegt noch ganz schön zurück mit 8.14. Nun blendet Rezo glatte 6 Quellen auf dem Bildschirm ein, um zu belegen, dass bald durch den Klimawandel ein großes Massensterben auf uns zukommen könnte. Schauen wir doch mal, welche der 6 Quellen dies wirklich belegen. Mit A3 gibt Rezo wieder ein ganzes Buch ohne Seitenzahlen an. Dieser lange Bericht fokussiert sich auf Europa und Zentralasien. Ich habe folgende Abschnitte gefunden. Änderung der Landnutzung ist die Hauptursache für den Verlust sowohl von Artenvielfalt als auch von Ökosystemleistungen in Europa und Zentralasien. Etwas später lesen wir, die Auswirkungen vom Klimawandel auf Artenvielfalt und der vom Menschen beanspruchte Flächenbeitrag steigert sich schnell und wird vermutlich zu einem der wichtigsten Faktoren in der Zukunft werden. Trends im Verbrauch natürlicher Ressourcen, Verschmutzung und eindringliche fremde Spezies haben zu einem großen Verlust in Artenvielfalt und Ökosystemleistung geführt und werden wahrscheinlich auch noch eine künftige Bedrohung darstellen, besonders in Kombination mit dem Klimawandel. Die Quelle spricht zwar auch darüber, dass der Klimawandel zum Artensterben in Zukunft vermutlich in Asien und Europa beitragen wird, allerdings sieht es den Klimawandel nicht als den Hauptgrund dafür. Beim etwas tieferen Lesen des Berichts stellt sich heraus, dass die Erkenntnisse, wie sich der Klimawandel auf Biodiversität auswirken kann, noch gar nicht wirklich gesichert sind. Von einem 6. großen Massenaussterben scheint nirgendwo in diesem Bericht die Rede zu sein. 8.15. Dann schauen wir auf die Quelle A4. Auch dieses Paper redet darüber, dass es Modelle gibt, die davon ausgehen, dass Tierarten durch den Klimawandel aussterben werden. Aber auch hier wird darauf hingewiesen, dass es recht spekulative Modelle sind und selbst diese Modelle große Unterschiede im Ausmaß aufzeigen. Auch hier wird erwähnt, dass die aktuelle Sterberate deutlich höher als die Hintergrundrate sei, aber ohne einen Verweis darauf, dass dies mit dem Klimawandel zu tun habe. Die Erwähnung eines künftigen Massensterbens bleibt jedoch auch hier wieder aus 8.16. Dann mit Global Biodiversity Outlook 4 hat Rezo mal wieder eine 150 Seiten lange PDF angegeben. Er nennt keine Seitenzahlen. Ich bin aber guter Zuversicht, dass Rezo diese 150 Seiten selber intensiv studiert hat. Mal sehen, was hier über ein Massensterben gesagt wird. Spezies, die in ein neues Umfeld gebracht werden, sei es absichtlich oder aus Versehen, haben mehr als die Hälfte aller Tierartenverluste, die bekannt sind, verursacht.
Sprich, die meisten Arten sterben, weil neue Arten in einem Gebiet eingeführt werden und alte verdrängen. Klimawandel wird in diesem Booklet erst ab 2050 als eine größere Gefahr für Artensterben gesehen, siehe Seite 134. Das basiert natürlich wieder nicht auf empirischen Daten, sondern auf Computermodellen, aber selbst hier wird den Klimawandel zu begrenzen nur als eines vieler Mittel gesehen, das Sterben vieler Arten zu verhindern, dessen Effekt alleine nicht allzu groß ist. Siehe Seite 137. Steht irgendwo in der Quelle, dass der Klimawandel das sechste große Massenaussterben hervorrufen wird? Nein. Aber dort steht doch bestimmt irgendetwas von einem sechsten großen Massensterben, oder? Als nächstes A6. Ein Artikel der Washington Post. Ich gebe hierfür Rezo einen Punkt. Jedoch gibt es trotzdem einiges daran zu bemäkeln. Erstens, dies ist keine wissenschaftliche Quelle. Gut, das muss man auch nicht unbedingt erwarten, aber wie die Zeitung am Anfang korrekt zitierte, zeigen die wissenschaftlichen Arbeiten dahinter, dass der Klimawandel die Effekte von Überfischung, Pestiziden, Verschmutzung etc. verstärkt. Mit anderen Worten, der Klimawandel ist auch hier mal wieder nicht die Kernursache. Und selbst wenn die Klimatheorie stimmt und wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, sind diese Probleme damit nicht ansatzweise aus der Welt. Trotzdem gibt es hier einen Punkt für Rezo. Rezo hat wieder aufgeholt. 9.17. Bei A7 dachte ich erst, dass wir die Quelle doch schon hatten. Dann fiel mir auf, dass diese der IPBES-Bericht für Afrika ist, während A3 von Asien und Europa spricht. Mir bleibt aber auch hier nur wieder zu sagen, dass ich auf den 500 Seiten keinen Beleg dafür finden konnte, dass bald ein Massensterben passieren wird, das hauptsächlich oder großteils durch den Klimawandel verursacht wird. Generell konnte ich hier nichts darüber finden, dass so ein Massensterben ein realistisches, künftiges Szenario sei. Aber ihr könnt ja selbst mal die 500 Seiten durchforsten und es mir in die Kommentare schreiben. Für Rezo ist das erst einmal auf jeden Fall kein gutes Ergebnis. Letztlich, mit A8 hat er endlich ein vernünftiges Review gefunden, wo tatsächlich ein sechstes großes Massenaussterben prognostiziert wird und wo der Klimawandel als ein größerer Faktor gesehen wird. Yes! Ein Punkt für Rezo! 10-18! Komm Rezo, du schaffst das noch! Allerdings will ich hier auch anmerken, fast all die Befürchtungen in dieser Quelle sind immer noch real, auch wenn der Klimawandel kein Thema wäre. Und das ist mir wichtig zu betonen. Dieser Fokus auf CO2 und das 1,5-Grad-Ziel macht so viele Leute so irrational, dass sie etliche Probleme niemals lösen können werden. Rezos eigene Quellen machen den Klimawandel für etliche Probleme, die er nennt, gar nicht oder nur minimal verantwortlich. Das ist wichtig, euch das zu vergegenwärtigen. Die Probleme gehen nicht weg, auch wenn wir den Klimawandel besiegen. Dann sagt der liebe Rezo noch, dass selbst wenn wir aufhören würden, Kohle und Benzin zu verbrennen, dies nicht den Verlust vieler Arten mehr verhindern könnte. Und selbst das würde jetzt für hunderte oder tausende Jahre so bleiben, selbst wenn die Menschheit morgen aufhören würde, Benzin und Kohle zu verbrennen. Dafür gibt er uns dann direkt Quelle A9 an. Ja, Rezo, in gewisser Weise gibt dir diese Quelle sogar recht. Denn sie sagt indirekt wirklich, dass dies nicht mehr helfen wird, denn deine Quelle gibt dem Klimawandel gar nicht die Schuld an dem Verlust von Artenvielfalt. Ja, das findet ihr jetzt funny. Im Gegenteil, auf Seite 1508 steht, dass der Einfluss des Klimawandels auf das Artensterben noch nicht sachgemäß aufgenommen wurde. Es wurde bisher lediglich impliziert, dass er sich verschlechternd auf einige Wirbeltiere auswirken wird und könnte daher vielleicht mit anderen Aussterbegefahren interagieren. Ihr wisst, wenn ich so ein Video mache, mache ich es ordentlich. Was sagt Mai zu Rezos Aussage über das Massenaussterben? Mai liest hier aus Rezos Quelle A2 vor, und erkennt richtig, dass die Studie ein 100-mal höheres Aussterben berechnet als die sogenannte Hintergrundrate. Hier handelt es sich um eine 100-fach höhere Aussterberate als zuvor. Deswegen auch hier leider approved. Dass diese Quelle aber herzlich wenig mit dem Klimawandel ein solches Massenaussterben begründet, scheint sie völlig zu übersehen. Wie oben bereits erwähnt, kommt der Begriff Klimawandel auch nur an einer Stelle vor und ist mit drei weiteren Quellen verlinkt, die lediglich über künftiges, potenzielles Aussterben sprechen. Rezo und diese Studie beziehen sich aber darauf, dass bereits jetzt so eine hohe Aussterberate vorhanden sein soll. Rezo sagt, dass dies durch den Klimawandel so sei. Diese Studie schert sich nicht um den Klimawandel, aber Mai gibt ein Approved. Und damit schauen wir uns langsam mal Rezos Zukunftssorgen an. Er hat Bedenken, dass uns die Essensversorgung flöten geht. Die Essensversorgung in vielen Ländern geht flöten. Du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern. Dafür gibt er natürlich ganz zuverlässig eine Quelle.
In diesem Fall eine, die schon fast das Gegenteil behauptet von seiner Sorge. LOL! Also hab keine Angst, Rezo. Alles, was du tun musst, ist deine eigene Quelle zu lesen. Rezo verweist auf eine Studie über Soil Sea Sequestration. Was ist das? Das ist eine Methode negativer Emissionen. Sprich eine Methode, wie wir CO2 aus der Atmosphäre herauskriegen. Das geschieht bei dieser Methode durch eine Form von Landwirtschaft. Wir erinnern uns, Pflanzen lieben CO2. Mehr Pflanzen. Also kann durch diese Methode die Essensversorgung erhöht werden und gleichzeitig CO2 aus der Luft geholt werden. Wieso Rezo diese Studie angibt, um zu belegen, dass durch den Klimawandel unsere Essensversorgung flöten gehen soll, ist mir wirklich schleierhaft. Mai sagt dazu mal wieder gar nichts. Aber ich will ja auch wirklich nicht zu penibel sein. Dann gibt er mit K50 eine weitere Quelle an. Die Quelle spricht zwar wirklich über das Thema, sieht das Ganze aber nicht so dramatisch und ist sich bei den Projektionen auch sehr unsicher. Ein Essensversorgung geht flöten, lässt sich aber von der Quelle leider nicht ableiten. Sorry, Rezo. Als nächstes spricht er darüber, dass es wegen dem Klimawandel wahrscheinlich viel mehr Kriege um Ressourcen geben wird. Seine Sprache ist hier auch sehr interessant. Wahrscheinlich, wahrscheinlich und viel mehr. Viel mehr. Behalten wir das beim Angucken der nächsten Quelle im Hinterkopf. So, dann gucken wir mal auf seine Angabe. Das ist eine Studie, die den Zusammenhang zwischen Konflikten und Climate-Related Disaster in ethnisch diversen Ländern untersucht. Es fällt schon beim Abstract auf, dass es hier um ein sehr spezielles Thema geht und nicht um das große Allgemeine. Etwas tiefer in dieser Studie wird auch sehr deutlich gemacht, dass Klima hier nicht der entscheidende Faktor ist. Das Klima wird erst recht nicht als der Kern von diesen Konflikten gesehen. Die Analyse beschreibt maximal das Potenzial, dass klimabezogene Katastrophen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krieg ausbricht, unter bestimmten Umständen etwas erhöhen können. Von dieser Quelle allein lässt sich die Aussage, es gibt wahrscheinlich viel mehr Kriege, definitiv nicht ableiten. Das ist eine zu höchst irreführende Aussage. Aber es gibt noch Licht am Ende des Tunnels. Rezo hat noch einige Quellen richtig verwendet. Er sagt, die Sonnenaktivität in den vergangenen Jahren sei konstant zurückgegangen. Dafür gibt er die Quellen K25 bis K27 an. Die ersten beiden Quellen unterstützen seine Aussage ganz klar. Ich habe euch im Skript Zitate aus den beiden Quellen herauskopiert, die seine Aussage klar belegen. Damit holt Rezo wieder etwas auf. Die dritte Quelle K27 ist jetzt nicht wirklich falsch. Aber leider kann ich hier auch beim besten Willen ihm keinen Punkt geben. Sie ist sehr ungünstig gewählt. Im Skript findet ihr dort noch ein paar Auszüge aus der Quelle, wenn ihr selbst nachlesen wollt. Denn der Artikel zeigt auch, dass die Sonne und andere kosmische Strahlungen einen starken Einfluss auf das Klima haben. Außerdem gibt es sehr unterschiedliche Arten, wie die Sonne das Klima beeinflussen kann, zum Beispiel durch die Milankovitch-Zyklen. Auch wenn die Modelle aktuell einen Abwärtstrend zeigen, sind die Modelle eben doch komplex und können laut der Quelle noch hohe Ungenauigkeiten aufweisen. Das relativiert die Aussage von Rezo hier wieder stark, deshalb gibt es hier keinen Punkt für irgendwen. Jetzt wenden wir uns dem Konsensthema zu. Rezo sagt, dass nur 0,7% der wissenschaftlichen Arbeiten den Klimawandel ablehnen würden. Darüber werden wir im zweiten Video ausführlich sprechen. Aber man muss Rezo zugutehalten, seine Quelle sagt es wirklich. Er gibt sie zwar quasi zweimal an, weil er im Anschluss noch einen Artikel des Autors angibt, in dem er die eigene Studie erklärt, aber grundsätzlich unterstützen K20 und 21 seine Aussage hier. Zusammen gibt das einen Punkt für Rezo. Mai sieht das auch so und gibt eine Proof, das ist auch erstmal in Ordnung, finde ich. Dann sagt Rezo noch, dass je eher man sagt, der Mensch sei nicht schuld, desto eher habe man gar keinen Plan. Ob das korrekt ist, darüber reden wir auch im zweiten Video. Jetzt dürfen wir uns erst noch einmal freuen und Rezo bekommt wieder einen Punkt, denn seine Quelle K22 sagt dasselbe. Die nächste Quelle hat mir etwas Kopfschmerzen bereitet, denn ich habe hier schon dreimal verändert, ob Rezo den Punkt bekommt oder nicht oder niemand. Das war hier wirklich nicht einfach. Schauen wir uns doch einmal seine Aussage genauer an. Er sagt, all die Katastrophen kamen bisher, weil wir global durchschnittlich 1 Grad wärmer geworden sind. All die Katastrophen kamen bisher, weil wir global durchschnittlich 1 Grad wärmer geworden sind. Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir 1,5 Grad nicht überschreiten dürfen. Diese Aussage wird Quelle K32 eingeblendet. Nun, wie ihr sicherlich gemerkt habt, hat Rezo keinen Beleg dafür, dass irgendeine Katastrophe daher kam, weil wir 1 Grad wärmer geworden sind. Er hat dafür keine Quelle. Aber wenn wir das Video weitersehen, merken wir, dass diese Quelle ausgeblendet wird, bevor er seine nächste Aussage macht. Das gibt dem Zuschauer das Gefühl,
die Aussage, dass der eine Grad an allem schuld wäre, würde durch Quelle K32 belegt werden. Wenn wir dann aber seine nächste Aussage hören, sagt er, die Wissenschaft ist sich einig, dass wir 1,5 Grad nicht überschreiten dürfen. Nun, da hat er aber schon zwei andere Quellen eingeblendet. Zu dieser Aussage passt seine Quelle eher. Vermutlich wurde hier im Videoschnitt einfach ein kleiner Fehler gemacht. Aber auch die Aussage, dass die Wissenschaft sich in dieser Sache einig sei, wird von dieser Quelle nicht belegt und auch nicht von den anderen beiden. Ich könnte nun alle drei Quellen einen Gegenpunkt geben, aber wir haben ja bereits gesehen, dass Rhesus Quellenarbeit nicht die sauberste hier war. Deshalb habe ich mich entschieden, bei diesen drei Quellen etwas gnädiger zu sein. Die erste K32 modelliert, wie künftige globale Erderwärmung sich auf die Meeresspiegelveränderung auswirken wird. Die Studie vertritt die These, dass ein bisher linear angenommener Anstieg des Meeresspiegels falsch sei und dass wir mit einem exponentiellen Anstieg rechnen sollten. Diese Quellen sagen dann damit aus, dass diese Erderwärmung über 2 Grad gefährlich sein könnte. Und wenn ich sage könnte, dann zitiere ich damit direkt aus der Quelle. Rhesus sagt, die Wissenschaft ist sich einig, dass wir 1,5 Grad nicht überschreiten dürfen. Rhesus Quelle sagt, dass 2 Grad gefährlich sein könnten, da dies zu Überflutungen, Stürmen und Überschwemmungen innerhalb von 50 und 150 Jahren führen könnten. Der Fairness halber füge ich hinzu, später redet Rhesus auch über die 2 Grad, aber da wurden dazwischen schon wieder mehrere Quellen an- und ausgeblendet. Als nächste Quelle für die 1,5 und 2 Grad Grenze nennt er dann Quelle K34 leider. Denn diese spricht gar nicht über diese Grenzen, sondern über Klimasensitivität von 1,5 Grad pro CO2-Verdopplung. Zu Rhesus kann ich nur sagen, ich bin beeindruckt von der intensiven Recherche, die er hier an den Tag gelegt hat. Sprich um die These, dass sich bei einer Verdoppelung von CO2 das Weltklima um 1,5 Grad erwärmen könnte oder eben auch nicht. Hat nichts mit dem zu tun, wovon er da spricht. Tut mir leid, 1423. Aber es wird besser. Er nennt ja noch zwei weitere Quellen für die 1,5 und 2 Grad Ziele und diese nennen diese wirklich. 2 Punkte für Rhesus. Aber ich möchte trotzdem den bitteren Beigeschmack erwähnen. Eigentlich ist es nicht korrekt zu sagen, die Wissenschaft ist sich einig und auf gar keinen Fall überschreiten dürfen. Das lässt sich von den Quellen nämlich nicht ableiten. Wenn er also solche Sätze sagt, davon aber nichts in den Quellen steht, kann das sehr irreführend für die Zuschauer sein. Dann spricht Rhesus darüber, dass wir die 2 Grad auf gar keinen Fall überschreiten dürfen, weil wir sonst in diese Spirale kommen würden. Seine angegebene Quelle K28 nennt das Hothouse Earth Pathway. Tatsächlich sagt die Quelle, dass dies eine Möglichkeit ist, die besteht. Wobei sein Ausdruck, den er hier benutzt, dass dies extrem wahrscheinlich wäre sicher nicht im Sinne der Autoren. Aber wir haben den Standard ja längst abgesenkt. Als nächstes spricht er darüber, dass wir drastische Maßnahmen brauchen. Er gibt mehrere Quellen. K55 sagt, dass wir zu Solar wechseln sollten, ebenso auch Quelle K54. Das sind nochmal 2 Punkte für Rhesus. Nicht nur sollen wir schnell zu Solarenergie wechseln, sondern zudem sollen wir noch ganz schnell mit Kohle und Öl aufhören. Rhesus impliziert, dass wir hier drastische Schritte gehen müssen. Dieser Punkt scheint Rhesus besonders wichtig zu sein. Er gibt uns nicht nur die Quelle K56, sondern blendet auch noch direkt das richtige Zitat aus der Quelle mit an. Die Studie, die Rhesus hier angibt, spielt mit 6 Computermodellen unterschiedliche Szenarien durch. Alle erfolgreichen Szenarien in der Studie haben schnell auf erneuerbare Energien gewechselt. Die Studie sagt aber selbst am Ende, dass dies kein allgemeingültiges Ergebnis sei, denn schließlich handelt es hierbei eben um genau das. 6 verschiedene Computermodelle, mehr nicht. Dass sich hier die Wissenschaftler einig seien, ist nirgendwo zu finden. Die Studie ist sich ja selber nicht einmal sicher. Das Ganze sind Computermodelle und es gibt verschiedene Studien, die verschiedene Computermodelle benutzen. Und hier kam diese eine Studie halt zu dem Ergebnis, dass bei diesen 6 Computermodellen das Wechseln auf erneuerbare Energien möglichst schnell passieren sollte. Das ist kein allgemeines Ergebnis. Zum Schluss gibt Rhesus noch 3 Quellen an, die sagen, dass der Klimawandel wirtschaftlich machbar sei. Alle 3 Quellen wurden hier wenigstens noch richtig verwendet. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass die Quellen recht haben. Mai weist hier auch darauf hin, dass er mit solchen Studien vorsichtig sein muss, aber zumindest sagen die Quellen dasselbe wie Rhesus. Damit haben wir einen Endstand von 22 zu 23. Und damit haben wir auch das Ende von diesem ersten Video erreicht. Ziehen wir doch einmal ein Fazit. Rhesus verliert mit 22 zu 23 gegen seine eigenen Quellen.
Das ist wirklich schade. Ich finde richtig gut, dass er so ausführlich mit Quellen gearbeitet hat, aber wenn du einfach 23 Quellen dabei auf deinen Bildschirm klatscht, die gar nicht das sagen, was du selber sagst, dann ist das auch nicht mehr so schwer. Was war denn Mais Gesamtfazit? Zu Rezo kann ich nur sagen, ich bin beeindruckt von der intensiven Recherche, die er hier an den Tag gelegt hat. Aber Rezo ist ja kein Forscher. Ich finde, man sollte jetzt eh nicht den höchsten Standard auf ihn anwenden. Schade finde ich jedoch, dass Mai so viele Fehler nicht aufgefallen sind und sie diese teilweise selbst macht. Das wäre ja auch alles halb so wild, wenn es nicht so gefährlich wäre. Denn Leute wie Rezo projizieren alle uns vorliegenden Probleme auf den Klimawandel. Aber wenn man mal in Ruhe die Studien liest, auf die sich diese Leute selber beziehen, stellen wir fest, dass etliche dieser Probleme laut den eigenen Quellen gar nichts bis maximal mittelmäßig mit dem Klimawandel und CO2-Emissionen zu tun haben. Die ganze Panikmache sorgt jetzt aber dafür, dass Menschen glauben, das Artensterben würde enden, wenn wir den Klimawandel im Zaun halten. Oder dass Massenmigration kein Problem mehr sein wird. Oder dass dadurch der Schaden durch Naturkatastrophen zurückgehen wird. Lesen wir aber darin eigene Studien, stellen wir fest, dass diese Probleme größtenteils unabhängig von diesen Zielen sind. Tiere sterben trotzdem in Massen, Flüchtlinge kommen so oder so. Und Naturkatastrophen gab es immer, aber sie sind vor allem für arme Länder bedrohlich. Kriegen wir also Armut weltweit in den Griff, sind Naturkatastrophen halb so schlimm. Wenn nicht, bringt uns das 1,5-Grad-Ziel auch nichts. Dafür sind wir aber bereit, jetzt massiv zu besteuern und zu regulieren und unsere Freiheit in einem Maße zu gefährden, wie es den meisten gar nicht bewusst ist. Rezo hat sich viel Zeit genommen, um auf die Leute draufzuhauen, die nicht seiner Meinung sind. Ich persönlich finde das etwas witzig, da ja nicht mal seine eigenen Quellen seiner Meinung sind. Seid also bitte vorsichtig. Wäre das jetzt von einem staatlichen Sender gekommen, hätte ich es als Propaganda bezeichnet. Denn Rezo schürt Ängste und Hysterie und kommt mit alternativlosen Lösungen. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Und zwar dafür zu sorgen, dass es so schnell wie möglich einen drastischen Kurswechsel gibt. Sonst sind wir faktisch gefickt. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Das ist hochgefährlich und kann zu Dingen führen, die so grausam sind, dass du es dir kaum vorstellen kannst. Aber in der Geschichte waren es immer irrationale Ängste, die zu den schlimmsten Situationen geführt haben. Auch in unserer eigenen Geschichte. Wie seht ihr das? Hat Rezo recht mit seinen Aussagen oder ist das, so wie ich es behaupte, bloß Hysterie? Schreibt es mir in die Kommentare. Das waren jetzt Rezos eigene Quellen. Ich fand sein Video sehr einseitig und deshalb habe ich ein Antwortvideo gemacht, wo ich mal meine Quellen dagegen stelle. Und meine Quellen unterstützen auch wirklich meine Argumente. Das Video erscheint, wie gesagt, am Donnerstag. Klickt auf den Link in der Beschreibung und dann könnt ihr euch schon mal eine Erinnerung einrichten. Wir sehen uns dann. Bis bald.